zusammen, willkommen zu einer weiteren Folge Bus Simulator 18 hier auf meinem Kanal CM Pro. Ich habe es in der letzten Folge angekündigt, benutze Fahrer, um Einkommen auf zwei Strecken zu generieren. Ah, das machen wir schnell. Und zwar machen wir in dieser Folge das Easter Egg. Kann ich das jetzt euch angekündigt? Wenn ich gerne Bus, ja, dann würde ich sagen, nehme ich dich, ne? Wenn er gerne Bus fährt. So. Da bräuchte ich vielleicht auch noch ein. Schiff. Ja. Ne? Hab zwar jetzt minus 16.000, aber egal. Das kriegen wir wieder. So. Einfach zuweisen. Und bekommt er den Citaro und ich fahre diese Strecke bei Tag. So. Und das Ganze machen wir bei Tag. Denn wir werden jetzt nach dem Easter Egg suchen. Ich weiß auch schon, wie das geht. Oh. Es ist ja hier schon gleich um die Ecke, ne? Ist wahrscheinlich auch eine der letzten Tagfahrten, da ich lieber nachts fahre. Nächster Halt, Augstraße. Ja. Nein, jetzt habe ich schon wieder Minus. Ach komm. Es ist Feiertag, ich versuche es. Nächster Halt, Augstraße. Ich fahre nicht mehr so nah an den Gebel. Es endet böse. Weil ich meine, also. Guck mal, wie die da schon lauern. Wie soll man da gescheit hinstellen? Ne? Der Bus gefällt mir. So einen Bus habe ich vorher noch nie gesehen. Oh ja. Schön, dass es euch nicht Es nervt echt, wenn man für eine ausländische Firma arbeiten muss, obwohl hier Feiertag ist. Ja. Das ist jetzt nicht mein Problem, ne? Mounty hat gestern einen Fisch gefangen. Was? Aber Katzen haben doch Angst so, vor Wasser. Noch eine Haltestelle und dann kommt das Easter Egg, Leute. Ich bitte euch drum, euch dann anzuschnallen, weil das geht ein bisschen in den Wald rein. Hier fahren wir ganz sauber um die Kurve. So, dann hier wieder auf der Straße halten. So. Hi, eine kurze Fahrkartenkontrolle. Klar. Augenblick. Wo hab ich denn? Ich dachte, ich hätte eine Na klar, hier, bitte. Ja, wir müssen das Geld jetzt wieder alles. Sie haben, ich hab. Es reicht langsam. Hi. Ja, ist das neu, oder? Ja, ja, der Bus ist neu. Gerade eben erst. So. Was? Ach so. Klar. Na klar. Hier. Wie oft wollen Sie die... wo hab ich denn... Irgendwann reicht's. Hab ich... Hier. Was? Ach so. Klar. Wie oft wollen Sie... Hier, bitte. Wie oft wollen Sie die denn noch... Okay. Ein Fahrtrag. So. Und jetzt? Kommen wir zum Easter Egg. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich glaube bei mir ist es. Ja, nur wir fahren jetzt. Du solltest dir echt mal die Aussicht am Hafen ansehen. So, da geht's jetzt rein. Ich überlege mir, einen Hund zu schaffen. Echt? Wie kommt's? Also, ich glaube, das wäre total schön. Aber ich weiß natürlich, die ganze Arbeit. Da vorne müsste sein die Ziege. Ja. Hi. Oh, das hat sie gemeint. So. Ja. Hi. Da ist sie. Ziege.
Ja? Ja, du bist aber eine Kröte. Ja, halt. Ja? Hallo? Bin hier. Reagierst du? Hallo? Nö. Reagiert gar nicht. Ne? Keine Reaktion, ne? Aber es ist auf jeden Fall schön, dass es in diesem Spiel solche Easter Eggs gibt. Natürlich kann ich nicht durch die Ziege durchgehen. Anderes Problem ist jetzt, wie wir hier wieder ohne Schaden rauskommen. Ich meine, wie viel Minus habe ich denn? Ah, 19.000. So. Das ist jetzt das einzige Problem. Hab gerade eine Nachricht bekommen. Was ist Beethovens Lieblingsfrucht? Ananas. Ah, den Joke kennen wir schon. Nicht lustig. Lustig wird's, wenn ich hier wieder raus bin. Ich habe 2 Minuten Verspätung, aber ich glaube, ich habe gerade ein UFO gesehen. Nein, da war kein UFO, das ist nicht so. Wenn das da auf dem Baum steht. Wie mache ich das jetzt am besten? Oh, da sitzt ein Marienkäfer auf meinem Knie. Jetzt komm. Ich würde gerne wieder raus. Ja, ich... Mann! Ich beende diese Fahrzeug. Ja, okay, ich beende das Ganze. Das wird mir zu blöd, den Pfad abbrechen. Also, ich habe euch das Easter Egg gezeigt, ne? Ihr wisst jetzt, wo es war. Und dann würde ich sagen, Strecke, Siegwalden, Lido, Shopper Grounds und, ja, komm. Dann machen wir das schnell, ja, so. Siegwalden, Lido. So. Speichern. Das ist doch die Strecke, oder? Ja. Ne? Ah, natürlich zählt das sicher wieder nicht. Ich muss den hier machen. Au, Bravo. Hier und dann da. Eben hat die Stadtverwaltung angerufen. Sie erteilen uns die Genehmigung. Nee, die erteilen uns gar keine Genehmigung. Wir fahren das jetzt bei Nacht. Nachts habe ich meine Ruhe. So. Erstmal alle Lichter ausmachen. Wenn hier niemand ist, ne? Und ich denke, nächste Folge sollten wir dann schon das nächste Gebiet haben. Hallo? Was zum Eier ist das für ein Geräusch? Hört das noch irgendwer? Nächster Halt, Westspeicher. Ja. Hallo.
Höhle, da wollte niemand rein. Man kann ja auch schon mal ein bisschen. Ich bin eingeschlafen. Ja, ich hab's bereits gesagt. Wenn sie nachts in meinem Bus schlafen, habe ich gar kein Problem. Aber dann nicht wieder mitten auf der Strecke sagen, nein, ich muss raus. Sondern dann auch aufwachen und aus dem Bus rausgehen, wenn sie an eine Haltestelle kommen. Das wäre sehr freundlich. Aber wenn sie hier ein kleines Ründchen schlafen wollen, machen sie sich gar keine Umstände. Hauptsache, sie wachen dann rechtzeitig wieder auf. Geht's jetzt nach Sibalden? Sag mal, was ist denn nachts hier für so ein Stau hier? Ist aber nicht gut. Hallo. Nächster Halt, Sigwald. Ja, ich fahre es hier. Ich werde den Bus auch noch umlassen. Hoffentlich ist das der richtige Bus. Ich will nicht in Port Amber festhängen. Wir sind nicht im Port Amber. Wohin er das sein soll? Keine Ahnung. Nächster Halt, Schienenlegerstraße. Oh Mist. Ich habe vergessen, fürs Abendessen einzukaufen. Naja, da gibt's die Pizza. Du, sie haben noch nicht fürs Abendessen eingekauft. Es ist mitten in der Nacht und sie haben noch nicht fürs Abendessen eingekauft. Ich spreche das nochmal, aber ich merke gerade, ich habe Grundfahrt. Dann mache ich es halt nochmal von vorne. So, Grundfahrt aus. Ich gleich nochmal neu starten, weil ich das Punkt habe. Meine Güte. Jetzt so. So. Halt. Nächster Halt, Ostspeicher. Ah, zwei Personen. Da freue ich erst mal. So, ich mache es nochmal hinten aus. Aber Sie müssen mir versprechen, dass Sie eine Fahrkarte haben. Oh, okay. Ist das kalt heute Abend. Wenigstens ist der Bus geheizt. Dann muss ich Sie leider enttäuschen, ich heize den Bus nicht. Weil ich verkaufe die Fahrkarten halt schon richtig günstig. Und wenn ich dann noch Busservice mache, dann ist es etwas zu viel für diesen Preis. Das habe ich aber, glaube ich, auch schon mal. Hi. Können Sie alle rein? Sind Sie noch mit? Hoffentlich ist das der richtige Bus. Ja, das ist der richtige Bus. Schon wieder. Okay, holen wir uns was zu essen. Ich denke, es hat hier gerade kein Restaurant mehr offen. Aber ist nur eine kleine Info. Falls ich mich damit jetzt nerven, nicht mal. Ich bin nur der Nette. Ich war auch ordentlich. Sie können hier fahren, hallo. Aber ich hasse es, wenn der Verkehr ist. Ich versuche das hier professionell zu machen. Sagt er und fuhr gegen die nächste Bahn. Och Mann. Uff.
Schon wieder dieses Auto. Hallo. Was hältst du davon, wenn wir morgen zum Strand fahren? Ich habe ab 4 Uhr frei. Das klingt ziemlich gut. Aber ich muss erst mal schauen, ob ich noch in meinen Badeanzug passe. Oder dieser Dialog macht auch schon wieder gar keinen Sinn. Ich verstehe das nicht. Dieses Spiel ist halt jetzt nicht unbedingt das beste Spiel, aber es macht Spaß. Och nee, auf sie habe ich doch. Oh nein, ich bin eingeschlafen. Ja, darüber habe ich vorhin auch schon mal gesehen. Völlig durch. Ich würde jetzt gerne weiterfahren. Die Strecke beenden. Fahren wir schon los? Ja, fahren wir. Und irgendein Problem damit. Weil ich will doch auch endlich Feierabend. Ich weiß, es ist mitten in der Nacht. Ne? Kann man auch mal verstehen, dass nicht jeder immer unbedingt. Ja, und wie gesagt, nachts gibt es auch kein Essen. Ich habe keine Lust, euch das immer alles viermal sagen zu müssen. Ohne Ampel. Genau, das ganz was Neues. Ja, ich auch nein, nicht. Das hat mich total umgehauen. Kann ich nicht einfach so straight durchfahren? Blitzer. Den merke ich. Keine Ampel. Oh Gott. Oh, ich werde diese Haltestelle nicht. Wieso sind die denn auch überall auf? Ich war gestern viel zu lange meinen. Aber ich habe sie doch gefunden. Ei. Ich kann mich hier mal ganz kurz ein, okay? Ich kann so nicht aussteigen. Ja, jetzt lassen Sie mich doch erstmal zur Haltestelle fahren. Echt? Warum? Du kommst gar nicht so lustig rüber. Du wirkst eher wie so ein langweiliger NPC. Ja, danke, dass Sie so pünktlich sind. Meine Güte. So, krieg ich dann endlich Feierabend. So, und weiter geht's. Ab zur letzten Haltestelle. Nächster Halt, Arbeitergasse, Endstation. Bitte alle aussteigen. Oh, früh, das interessiert mich jetzt aber nicht, gar nicht. Ja, war wieder eine schöne kleine Nachtfahrt. Ich hoffe, nächste Folge. Ich werde nächste Folge auch wieder nachts fahren. Hoffentlich schon im neuen Gebiet. Es war eindeutig grün, das habt ihr alle gesehen. Und hier schon mal elegant dann streifen. Ich habe so einen Hunger. Okay, holen wir uns was zu essen. Ja, wie oft braucht die Restaurants haben jetzt sicher alle zu. Raus, ich hab Feierabend. Tschüss. Ich gehe jetzt in mein kleines Kapuff. Hier. Da rein. In meine neue Wohnung. Schon eine schöne Gegend hier, diese Passage. Ich mag das. Naja, okay. Feierabend. So, 9000 plus, ja. Haben wir jetzt alles gemacht? Ja! Perfekt! Hallo? Also,
Ausgezeichnete Arbeit. Ich wusste, dass ihr es hinbekommt. Ich freue mich, euch die Schlüssel zur landwirtschaftlichen Fläche und zum Gewerbegebiet überreichen zu dürfen. Bildlich gesprochen, versteht sich. Wir haben schon ewig keine echten Schlüssel mehr gemacht. Egal, wir sind gespannt auf eure Pläne, um die beiden verkehrsdichten Gebiete in euer Netzwerk einzugliedern. Wenn du das hinbekommst, wird die Stadt die südlichen Bezirke und Steineck wieder für den öffentlichen Nahverkehr öffnen. Freunde von mir wollen in der dortigen Kirche heiraten. Vielleicht bringen wir die Sache rechtzeitig ins Rollen, damit die Hochzeitsgäste die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen können. Oh, und bevor ich's vergesse, als kleinen Ansporn haben sie einen strammen staatlichen Zuschuss versprochen. Boah, 75.000 und Werbung! Das ist was ich wollte. Werbung. Aber... das machen wir natürlich erst in der nächsten Folge. Und ich werde Weihnachten machen. Damit würde ich sagen, was das mit der heutigen Folge. Man sieht sich wie immer in der nächsten Folge. Haut rein, ciao, Leute.